Hallo und willkommen zur neuen Folge Surviving Mars. So, heute warten wir zu Ende ab, bis unsere Kuppel hier fertig ist, um die dann einzurichten. Und dann ordentlich neue Einwohner zu bekommen. Denn wir brauchen viele, viele Arbeiter. Viele, viele, viele Arbeiter. Weil wir die Kurve ja die ganze Zeit auslassen müssen, ne? Weil die quasi nicht ihre Bedürfnisse dafür. Obwohl, eigentlich könnte ich das. Eigentlich stimmt. Ah, ich wollte gerade sagen, ich könnte das ja komplett abreißen, aber es geht ja nicht eigentlich. Ich war nur dabei mit Kuppel. Also es ist echt dumm, dass man das nicht abreißen kann, ne? Weil wenn wir das abreißen könnten, weil Nahrung haben wir eigentlich mehr als genug. Nahrungsposition 5 nur? Hä? Also war meine Nahrungsposition nur bei 5. Alles klar. Okay, aber wie gesagt, eigentlich haben wir ja mehr als genug Nahrung. Also das Ding bräuchte ich echt, wenn wir das abreißen könnten, könnten nur das hier. Ja, nicht mal den scheiß Tunnel, so ist mir ja scheißegal, dass wir den nicht haben, ne? Den einfach abreißen, dass wir dann noch andere Gebäude hinsetzen können, dass sie halt drinnen zufriedener sind. Wo ich eh nicht verstehe, dass die hier nicht zufrieden drin waren. Also die haben in deiner Krankenstation ein Lebensmittelgeschäft und die haben rumgeheult, ey. Das ist irgendwie auch ein bisschen dumm eigentlich. Aber manchmal hätten jetzt eh nicht genug Arbeiter. Obwohl, dann hätte ich ja hier wieder mehr Arbeiter eigentlich, ne? Naja. So. Ja, komm, ich mach hier mal Prio, mit dem wir schneller werden, ne? Eigentlich kann ich mal kurz mit unserem Wagen damit hinfahren, ja. Du fahren wir hier in die Mitte. Könnte die Drohne davon auch noch mithelfen, alles hin und her zu schleppen. Okay, die kannst du wieder abheben. Mach das mal. Da fahren die ganzen Drohnen. Okay, fehlt nur das Beton. Wieso wirst du weniger? 2,1. Und nachts mache ich über 2. Die Nacht war ja eben gerade erst. Jetzt habe ich 0. Hat doch überhaupt keinen Sinn. Oh, der verbraucht auch wieder bei 2 Elektronik hier. Wir brauchen Arbeiter, ey, damit unsere Fabriken besser laufen. Metallverbrauch 2, Metallverwartung 1,7. Das heißt, wir machen gerade genug Metall. Das würde eigentlich nicht ins Minus kommen von der Theorie her. Für Betonverbrauch, wo habe ich denn Betonverbrauch? Ist das ein Gebäude, was Beton verbraucht? Eigentlich da irgendwie nicht, oder? Hat doch der hier von der Theorie her, stimmt. Nee, der produziert ja Beton, ich bin dumm. Ja, wer heißt das? Wir haben doch eigentlich gar nichts, was Beton verbraucht. Warum gibt es die Anzeige für Beton verbraucht? Hm. Sie bauen! Unsere Megakuppel wird fertig. Bing! Ja, ja, ich weiß, du hast keine Anstoß und nichts und bla bla bla. So, das heißt, wir bauen uns erstmal den Tunnel hier rein. Tunnel. Durchgang, so. Da rein. Ach nee, komm. Ja, fang jetzt nicht wieder so an, ne? Lass dich von da aus nach rechts bauen. Wie hier und dann nach rechts. Ich will nicht durch das Feld, ich will da. Ah ja, muss aber noch auflegen. So. Dann haben wir den Tunnel. Dann. Tja. Was bauen wir jetzt alles da rein? Erstmal auf jeden Fall würde ich sagen, 2 Wohnungen. Jetzt hätte ich die Frage, baue ich einmal das Sonding auf? Und dann einmal Sonding? Tja. Vielleicht habe ich sogar noch so 3 einzelne Plätze, sehe ich. Aber das ist ja noch geiler dann für die Parks und so. Aber wir bauen dich mal da oben hin. Bauen nochmal ein normales hier rein. Pup. Was soll ich hier 3 Wohnanlagen? Eigentlich kann ich auch 3 Wohnanlagen da reinklatschen, oder nicht? Wahrscheinlich sogar noch mehr Gefühl, weil tatsächlich, wenn die jetzt so ein Lebensmittelgeschäft haben, reicht das eigentlich für alle Leute, die da drin wohnen, oder nicht? So von der Theorie her dann. Aber ich denke, das ist auch für, das ist alles für Kinder, die Sachen, aber irgendwie, wir haben halt, wie viele Kinder hatten wir bisher?
Wir haben jetzt ein Kind gerade mal. Also irgendwie lohnt sich das Gefühl, einfach nur dafür irgendwas zu bauen. Tja. Ne, ganz ehrlich. Da brauchen wir noch ein Forschungslabor. Das oben ist zwar auch noch nicht komplett befüllt, aber egal. So, wo fangen wir dann an, hier irgendwas reinzubauen? Mit die Ecke da hinten. So, bam. Dann brauchen wir aus dem Bereich ja eigentlich auch nichts mehr. Wir müssen die auch erstmal gar nicht vollbauen. Wenn wir jetzt das Stück hier bebaut haben, dann reicht das ja auch von der Theorie. So eine Weltraumbahn. Spannung trinken, sozial. Das bauen wir dann einfach mal in die Ecke hier unten. So, da ist ein Dreieck. Dann Diner. Deswegen braucht man einen Diner. Sozial brauchen wir nicht. Und Essen, ich weiß ja nicht, warum wir immer Essen und Nahrung. Das ist eigentlich dasselbe, oder? Wenn ich da jetzt einfach ein Lebensmittelgeschäft hinbaue. Nahrung. Bam, das heißt, Diner lassen wir mal weg einfach. Eine Krankenstation. Aber die Krankenstation ist hier. Oh, nee. Das ist halt hier unten, ne? Hier oben habe ich gar keine. Ich bin doof. Das Ding ist, da ich weiß ja nicht, ob das so funktioniert, wenn die Weltraumbasis ist, ob das jetzt beides abdeckt. Aber eigentlich müsste das doch schon, oder? Das heißt, eigentlich brauche ich die hier unten gar nicht. Reißen wir die wieder ab. Das Lebensmittelgeschäft haben wir oben halt auch eigentlich, ne? Eigentlich können wir das mal ausprobieren, ey. Wenn wir die einfach nicht bauen, dass sie oben haben. Ob die dann trotzdem ihre Bedürfnisse beim Essen und Trinken quasi gedeckt sind. Bauen wir jetzt hier oben rein. Krankenstation. Bam, was machst du nochmal? Entspannung, Training, Spielen und Sozial. Oh, das wäre hier nicht schlecht an, ne? Oh, Wartung, 3 Polymer, what? Ne, tut mir leid, dann nicht, ey. Dann nicht. Sollen wir trainieren? Und sozial, weißt du nicht, im Park auch mit trainieren? Hier ist auch trainieren, Spielen und Entspannung, ganz ehrlich. Wenn da quasi schon 2 von abgedeckt sind, dann. Also Entspannung und Trainieren. So, sozial haben wir in unserer Weltraumball. Also nur wegen Spiel wäre das denn. Nee, ganz ehrlich, dann nicht. Hier ist auch noch trainieren sozial, bringt es eigentlich auch nichts, das ist ja auch schwachsinnig, das zu bauen irgendwie denn. Hier, das bräuchte ich, weil ganz viele Leute sind immer Glücksspiel. Glücksspiele haben wir immer ganz viele dabei. Das Team bräuchte ich auf jeden Fall hier drin. Sicherheitsstation wäre dann auch nicht schlecht. Sein Lebensmittelgeschäft lassen wir weg. Kunstladen, das ist halt Luxus und Einkaufen. Denkst du, bist auch Luxus und Einkaufen ist auch das Lebensmittelgeschäft. Brauchen wir so eigentlich auch nicht wegen dem Service. Gaming warst du auch. Brauchen wir also auch nicht. Vielleicht bräuchten wir von dem rein für die Bedürfnisse her nichts mehr hiervon, wenn man es mal so nimmt. Also bauen wir uns hier noch ein, sondern seine geilen Parks. Da so einen kleinen Garten. Da eine Teich. Da eine Statue. Und dann gucken wir mal, wie gesagt, ob das jetzt wirklich so funktioniert, dass die sich gegenseitig abdecken. Müsste aber nicht, weil ist ja bei denen eigentlich auch der Fall, oder nicht? Also die haben zum Beispiel Einkaufen und Gaming, weil sie sind voll. Ja, aber das heißt für das Gaming Center. Oh ne, steht gar nicht oben, das steht unten irgendwo, ne? Die haben hier oben halt quasi eigentlich nur das Amphitheater stehen. Heute oben denn jemand rum, dass ihr kein Gaming habt? Ne, wir auch nicht, dann steht auch nur, dass die halt voll sind. Ja. Ich erzähl es auch nicht. Aber es steht ja nicht, dass sie es nicht haben. Die zum Beispiel werden nicht mit Ressourcen versorgt, sozial. Egal, wir bauen es jetzt erstmal so und gucken mal. Wahrscheinlich können wir es eh alles nicht alles bauen. Was brauchen wir jetzt eigentlich dafür? Dafür brauchen wir Beton. Beton, elektronische Geräte. Ach ja, auch, stimmt. Also wir brauchen schon mal 10 elektronische Geräte, haben wir schon mal nicht. Das haben wir. Wir brauchen erstmal Beton, Beton, Beton. Beton, Beton. Und okay, wir brauchen 25 elektronische Geräte. Ja, gut. Dann müssen wir mal wieder shoppen gehen. Ich hab gesagt 25, ne? Ich hoffe, davon auch mal ein paar mehr ein, davon auch noch mal was. Ja, das reicht ja eigentlich. Dann starten. So, würde ich sagen, ich glaube, du hast auf jeden Fall Prio hier, die auch einen Anschluss hat. Und sind überlastet.
Bau ist halt noch langsamer. Unser Shuttle ist dann auch irgendwann mal fertig in 10 Jahren gefühlt. Da gucken, was die dann verbrauchen, die Shuttles. Geldmittel erhalten für unseren Export 200. Mann, das hätte erst noch jeder 2 Sekunden anzeigen müssen, ne? No. Komm, es war einfach kurz eine Wirbelstunde, kurz das Ding da kaputt gemacht hat. Du brauchst Wartung. Ah, ich habe keine Maschinenteile. Na ja, gut. 2,4 jetzt für die Wartung. Eieiei. Was sag ich eigentlich? Von der Theorie machen wir halt eigentlich genug. Aber wir brauchen die anscheinend trotzdem irgendwie mal. Wenn ich mir das Deck hier reparieren? Machst du schon, ne? Ja. Drohne der Euro 15 macht das. So, der Tunnel ist auch fertig. Tja, dann warten wir mal ab, bis die das alles fertig gebaut haben da. Das meiste kriegen die eigentlich fertig, da brauchen wir überall nur Beton für. Beton, 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 Beton. Das sind nur du, du und du. Die kriegen die nicht fertig. 17 Metall habe ich nur noch. Also 7 Metall. Oh, nicht so viel. Ja, aber arbeiten hat auch noch 2 Leute drin, ne? Müssen auf jeden Fall dann gucken, was wir alles für Leute ranholen. Was eigentlich würde ich sagen, wir brauchen halt Geologen. Für dich auf jeden Fall. Eventuell sogar für dich noch. Dann halt noch immer noch Ingenieure. Und Wissenschaftler. Und meinetwegen noch ein paar Unspezialisierte, die in welchen Einkaufsläden oder so arbeiten. So, die will ich auf jeden Fall nicht da ansetzen. Aber es gab sowas wie Botaniker oder so, brauchen wir auf jeden Fall erstmal nicht. Eigentlich müssen wir davon auch noch genug bei uns haben, außer sind mittlerweile alle abgehauen. Das an sich machen wir ja genug Nahrung. Oder auch nicht. Das weiß ich nicht, irgendwie mal allein müssen wir doch genug machen, oder nicht? Nee, nur 8,7. Trotzdem, wir machen ja eigentlich 8,4. Und wenn wir das auch noch damit zurechnen, machen wir. Hier machen wir 37. Denn das Ding ist, das ist glaube ich halt auch, weil es ist ja auch der letzte Tag. Und wenn das hier über einen Tag dauert, das dauert halt 5 Tage. Natürlich habe ich dann den letzten Tag nur meine 8 irgendwie abgeerntet oder so irgendwie, ne? So, wir können Shuttle bauen. Was braucht denn ein Shuttle? Da. Verbrauch 10 Strom, ein Treibstoff, ja, und Wartung für den Dings. Okay, das heißt aber, dass wir noch mehr elektronische Geräte brauchen. Wir müssen davon, ne, wir brauchen nur 1 davon. Ich wollte sagen, wir brauchen nur 2 bauen, aber. Tja, weißt du eigentlich weltweit quasi? Sieht so aus, ne? Da kein Radius oder so, von der Theorie her. Ist nicht so, wenn ich das jetzt hier oben hinbaue, dass es dann nur hier verzählt. Weil hier oben baue ich das auf jeden Fall hin irgendwo. Am besten wäre eigentlich eine Nemolie darauf, wo der Treibstoff hergestellt wird, ne? Hup. Du musst ja erstmal hier gar keine Prio beim Bauen. Hauptsache, hier oben wird erstmal alles fertig. Das heißt, ihr müsst eigentlich wieder elektronische Geräte bestellen. Tja, dann machen wir das mal. Wir Polymer haben wir ja sogar noch genug. Wir produzieren ja auch eigentlich genug. Dann, wie gesagt, an sich, das Bestellen kostet uns ja nichts, außer halt also der Preis an sich. Aber die Rakete immer zu uns rufen, ist ja eigentlich egal. Und nochmal 10. Also Treibstoff machen wir auf jeden Fall auch mehr genug durch die beiden, also der verbraucht ja auf jeden Fall nur sehr wenig. Ich meine, da arbeitet halt ein einziger Typ drin in einer Schicht. Oh, das ist aber knapp hier, ne? Dann machen wir da nochmal eine zweite Schicht auf. So, baut ihr oben bald mal alles fertig hier, ey. Ich will nicht mal neue Leute zu uns rufen, aber dafür muss ja auch alles fertig sein. Jetzt habe ich jetzt eigentlich nur noch 4. Obwohl ich sage, das bin ich, ich habe da schon was reingepatscht. Warum? Wenn ich das abreiße, habe ich das Zeug dann wieder?
So, mein Gott, ey. Das kann ich sein, dass sie da jetzt alles reingeschleppt haben. Wo ich sogar die Prio. Wahrscheinlich, weil ich das einmal auf Prio Max gemacht habe und dem Moment sind alle losgesprittet und haben das Zeug schon geholt. Wo ich das auch quasi nur für so eine Millisekunde drin hatte. Deswegen müssen die von hier aus erstmal dahin fahren, das dahin lagern und von da aus nehmen die das dann und bringen das halt dahin, ne? Warte mal, ich nehme einfach mal kurz mal einen Transporter hier. Sammeln wir das mal ein. Dann laden wir das hier oben. So, entladen, da bitte. Mann, 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 ey. So, die Rakete kann wieder abheben. Boop. Genau, steckt das Zeug da rein. So, dann kann ich jetzt hier den Shuttle da wieder hinbauen. So, Shuttle hab. So, der wird gebaut. Dann heißt es jetzt, muss einmal pausieren und Leute reinsammeln. So, wir haben 62 minus die 14 von hier noch. Das heißt, wir haben 48 Leute, können wir ranholen. Reicht eine Rakete eh nicht für aus. So. Achso, das sind auch die wegen dem Filter hier, ne? So, wir brauchen Wissenschaftler, wir brauchen Ingenieure, wir brauchen Geologen. Und meinetwegen noch irgendwelche unspezialisierten Leute. Vielleicht brauchen wir noch einen Officer, also eigentlich brauchen wir alles so ein bisschen gefühlt, ne? Ich habe auch da oben ja Sicherheitsding und sowas gebaut. Nur Touristen, die brauche ich auf jeden Fall nicht. Das wäre das Einzige, was ich gar nicht brauche. So, hier kommt man hier wieder raus. So, Mediziner. Wir brauchen mindestens einen Mediziner, der da oben arbeitet, würde ich sagen. Bam. Und wir brauchen mindestens einen Sicherheitstypen irgendwie. Wie ein Officer. Das ist ein Veganer, spezifisch. Der ist Jugendlicher, der arbeitet, der lebt noch länger, den nehmen wir, so. Also wenn er jetzt mal einer drin arbeitet, reicht mir das erstmal, so. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar Wissenschaftler, damit wir mal ein bisschen mehr davon generieren. Denn eigentlich ist es gerade zwei Eigenschaften, die haben, weil wir haben ja alle Dingsens oben. Alle hier Bedürfnisse erfüllen wir ja. Von daher ist es eigentlich egal, was da mittlerweile steht. Noch ein Wissenschaftler und noch ein Wissenschaftler. Dann haben wir so drei Geologen. 1, 2, 3 und einen Haufen Ingenieure brauchen wir. Ingenieur, Ingenieur, Ingenieur. Haben wir überhaupt so viele Ingenieure hier? Hallo, Ingenieure, wo seid ihr? Da ist noch einer. Das war's, wow. Wie viel waren das jetzt? 4 Ingenieure sind nur dabei gewesen. Ach komm, ey. Hier ist auch noch einer. Bloop. Tja, wenn er den Rest hat, dann keine Spezialisierung. Die kriegen dann zwar keinen Bonus, wenn die irgendwo arbeiten, aber dafür auch keinen Malus, wenn die falsch arbeiten. Das alles mit unspezialisierten Leute hier mitnehmen. Bis die Rakete voll ist. So. Start! Das sind ja 3 Raketen unterwegs, ne? Also mehr können wir jetzt eh gerade nicht holen. Ansonsten können wir natürlich noch mehr holen. Wie gesagt, 48, heißt, wir können auch noch eine Rakete holen und haben dann immer noch 4 Wohnraumplatz an sich. Deswegen mache ich hier schon mal ein paar mehr Jobs auf. Dann mache ich da auf jeden Fall nochmal einen 3. Job auf. Ja, nochmal einen 4. Job. Vielleicht sogar einen 5. Job. Deswegen ist hier müsste ich halt, wenn dann eine 2. Schicht einmachen, ne? Ich muss jetzt mal gucken, wie viel Energie wir jetzt morgens und nachmittags machen, ob wir das überhaupt irgendwann anmachen können. Ich glaube nämlich eher nicht. Ich glaube, da müssen wir nämlich erstmal mehr Strom dann bauen wieder. Weil das kostet uns ja 50, also das wäre echt übertrieben, was das Ding halt 50 kostet, ne? Ja, das kommt, weil die halt irgendwie nicht arbeiten, dadurch irgendwelche Ressourcen nicht erfüllen. Ja, Bedürfnisse nicht erfüllen. Aber einer, der heimweh hat, ist dann noch in Ordnung. Ich hoffe mal, es werden nicht mehr, bis die Rakete da ist. Pass auf, wir hauen dann irgendwie so wieder so 20 Leute ab. Da kommen 22 neue. Das wäre es einfach. So, da bauen sie dich.
0,9. Wenn wir 0,9 bei der Fehler drin arbeiten, ist ja auch ganz schön wenig, ey. Die machen 2,3 sogar zu wenig vom Gefühl, ja. Also ist es nicht, aber wenn ich mal einmal kurz ein bisschen mehr habe bei der Wartung. Wir haben jetzt 24 Uhr am Tag, ne? Nachmittags. Scheiße, ich hätte darauf gewartet, wie viel wir morgens haben. So, du kannst wieder abheben. Das Gute kannst du hier nämlich bald landen. 6 Gold. Achso, ja, weil ich keine Arbeit habe. Shuttle abgebaut. So, und du funktionierst, glaube ich, alles einfach, oder nicht? Weil bei den Lagern müsste ja noch das Ding hier an sich als eh alles ein. Tja. Ich hoffe mal, der funktioniert jetzt einfach so, wie ich mir das hoffe, dass die jetzt irgendwie hier ein bisschen weiter mehr hin und her fahren und sowas vielleicht mal. So ein Shuttle? Das ist eine Drohne. Das brauche ich hier nicht, der wieder für einschalten oder so, oder? Wird schon so klappen. Resources are low. Resources are low. Stimmt, bei dir können wir dann auch nochmal die Schicht einschalten. Machen wir mal so. 22 neue Kolonisten. Ja, einer verlässt den Mars. Wissen wir jetzt, dass er Heimweh hat. So, an sich können wir ja schon wieder die nächste Rakete rufen. Das sind ja aber bald keine Bewerber mehr, ne? Weil wir haben so viele rufen hier. Tja. Erstmal kriegen wir alles raus. Dann gucken wir mal. Wir fangen von oben an. So, dich können wir gebrauchen vielleicht. Dich können wir gebrauchen. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Dich, 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 dich. Ingenieur, Wissenschaftler, Biologe. Oh, was habe ich da gerade mitgenommen? Oh, noch ein Wissenschaftler, noch ein Biologe. Bam, bam. So, jetzt haben wir nur Botaniker, Offiziere und Mediziner hier drin. Dann nehmen wir von denen einfach noch einen mit. Bap, bap und bap. Starten. So, hier oben arbeitet, ein Teil ist immer noch. Okay, jetzt arbeiten überall wieder Leute. Da unten auch. Nee, doch nicht. Ach Gott, in meiner Farm arbeitet keiner. Das ist aber nicht gut. Das Ding sollte vielleicht auch mal ein Prio bekommen. Wäre auf jeden Fall praktisch, wenn ich hier drin arbeiten, wenn ich auch Nahrung produziere. Das ist sonst nicht so gut, würde ich sagen. So, ihr macht jetzt 1,1. Alter. Boop, boop. So, wir haben jetzt auch nur. Also, bist jetzt nicht der Ausgang, um hier zu arbeiten, oder? Nee. Ist ja eben grauhaariger eben noch. Du machst aber auf jeden Fall mehr als genug mit 1,8. Also, verbraucht da ist halt einfach nicht so hoch. Jetzt habe ich wenig darauf geachtet, wie viel wir morgens an Strom produzieren. Was ist noch morgens? Okay, morgens machen wir 14. Ich glaube, nachmittags machen wir sich mehr, ne? Aber auf jeden Fall nicht genug, um dich einzuschalten. Ne, machen wir noch 12. Das stimmt, weil ich das Teil hier oben eingeschaltet habe für nachmittags, ne? Okay, das heißt, wir müssten noch 4 Motoren bauen hier wieder. Und dann kann ich dich morgens einschalten. Da haben wir 4 Strom plus an sich morgens. Aber dafür brauchen wir wieder erstmal mehr Polymer und alles. Naja. Also das kommt ja so halbwegs immer hin. Mit dem, was wir jetzt haben. Mit denen, das ist jetzt nur 1,9. Aber ey. Jetzt mache ich auf einmal minus 1 Sauerstoff. Ach, wegen Wartung. Aber wir haben ja unser Sauerstofftank hier hinten irgendwo. Da haben wir ein bisschen Sauerstoff raus. So, können wir dich halt weg? Ich hoffe, ich jetzt schon wegschicken. Kommt nämlich da die nächste. Dann rufen wir die Folge auch noch hierher. Dann gucken wir mal, was denn auch der Plan für die nächste Folge ist. Diese, ja, komm. Als ob da jetzt immer noch Arbeiter fehlen, ey. Also, ich hätte jetzt ein paar Gebäude mit Prio ab, dann arbeiten der halt lieber drin. Hier arbeitet auch keiner, also, ja. Klingt auch hof. Ja, da kommen nochmal 22. Sind voll, 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 voll. Tja. Reicht leider auch nicht so, dass die voll sind. Das verstehe ich auch nicht. Also das Gaming-Ding ist ja unser Casino zum Beispiel. Ist voll angeblich. 0 von 10. Und insgesamt haben wir nur 6 drin heute. Wo ist das denn voll? Das ist doch Schwachsinn. Nachricht ansehen.
Irgendjemand ist gestorben. Nur Räume für jemanden Freund. Selbst ist es irgendwie, ist die Anzeige ein bisschen komisch. Da steht ja gar nichts dran. Geil. Das heißt, es wird alles erfüllt momentan. Also das scheint sich aber tatsächlich dann doch abzudecken durch den Tunnel da. Oder vielleicht auch durch Shuttle-Mitarbeiter dann, keine Ahnung. So, sollten aber wenn gleich überall Leute arbeiten, dass keine Stellen mehr offen sein. Also wir haben auf jeden Fall offene Stellen, aber nicht mehr so, dass wir irgendwo gar keine Arbeiter haben, hoffe ich mal. Arbeitslos, Jobsuche 7, freie Arbeitsplätze 11. Ja, guck mal an. Das heißt, wenn die nur abdecken, haben wir nur 4 offene Plätze. Von der Theorie her. Müssen halt nur ihren Job jetzt irgendwo finden. Minus 2 Strom. Warum? Warum machen wir mal minus 2 Strom? Ach, okay, warte, dann bauen wir hier hin einen Solarkollektor. Bam. Scheiße, ich kann mir auch die verbauen, wenn wir morgens genug Strom machen für das Teil, ne? Aber nachts haben wir ja genug Strom. Und ab morgens funktionieren die Dinger dann hier eigentlich wieder. Müssen wir da sehr viele von bauen. Scheiße, kostet Metall, von haben wir auch nicht so viel, ne? alles nervig, ey. Wir brauchen dich hier. Weil jetzt müsste wenigstens tagsüber unsere Forschung, ja, geht auch jetzt ein bisschen schneller. Dann arbeiten die Leute, ne, warte, wo war? Hier, nicht hier arbeiten jetzt Leute tagsüber dann drin. Könnt ihr vielleicht nochmal aufmachen? Hier arbeiten Leute drin. Da ist unser Shuttle. Und der ist nämlich irgendwo Leute hin und her gebracht. Wo wir der herkam. Okay, das war's dann für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.